Herzlich willkommen bei NacktmulTV. Wir spielen heute wieder eine Runde Formel 1 2012. Die letzten beiden Runden waren wir nicht sehr erfolgreich. Es gipfelte darin, dass wir uns beide haben disqualifizieren lassen. Und wir hoffen, dass es jetzt wieder etwas besser wird. Ja, also Spanien und Monaco waren so gar nicht unsere Strecken. 6 lange Geraden, 1 Kilometer Länge. Und mehrere langsame Kurven. Die Strecke ist schnell und eng, ist für Begrenzung dicht. Berühmtes Merkmal der Strecke ist neben der Nähe zum Wasser sichert die Mur die gesunkene Wall of Champions. An der 1999 drei Weltmeister ihre Autos zerstörten. Okay. Höchstgeschwindigkeit steigt aufgrund des verringerten Abtriebs. Zack. Wir fahren die Strecke mit wenig Abtrieb. Ich bin mir sicher, dass wir die Wall of Champions finden werden. Yep. Also die erste Kurve ist schon scheiße. Ich bin direkt hinter dir. Du hast abgekürzt. Nein, hab ich gar nicht. Wer ist denn dahinter mit der Bala? Nein, ich bin hinter dir. Hinter mir ist ein Spanier. Ja, ich bin ein bisschen weiter hinter dir. Ach, jetzt hör aber auf, ey. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt, aber du kannst wohl draußen bleiben. Mein Frontflügel ist leicht beschädigt. Ja, danke. Aber. Nein! Super. Ja, ich bin mal wieder 24. Wie habe ich denn das gemacht? Ach, keine Ahnung. Langsam verliere ich die Lust. Ich bin sogar einmal gegen die Wand geklatscht. Ja. Ich bin immer 24. Ich kann machen, was ich will. Ich kann sauber fahren, ich kann überall dagegen klatschen. Ich überlege trotzdem, wie ich das gemacht habe. So, wir fangen wieder mit den harten Reifen an. Jetzt, gleich raus. Mach dich bereit. Jetzt darf ich wieder nicht auf die härteren Reifen wechseln. Aha. Ich glaube, das liegt an der Positionierung. Bin fertig. Das wird wohl an der Positionierung vom Startfeld liegen. Ja. Weil als ich die ganze Zeit hinten war, durfte ich. Jetzt darf ich wieder nicht. Ja, wo ist das Sinn darin? Keine Ahnung. Okay, merke, die Box ist auf der linken Seite. Ja. Tu mein Bestes. Hier ist mir da gerade reingefahren hinten. Nein, irgendwie drängelt sich da gerade alles in der Kurve. Hat es geknallt?
Noch nicht. Weil die alle so weit hinten sind in der Kurve. Ich bemühe mich gerade, ohne zu rammen, zu überholen. Ja gut, das Problem habe ich jetzt gerade nicht. Ich bin von Anfang an ziemlich gut weggekommen. Aber die Kurve mag mich nicht. Scheiße! Ich will einfach nicht am 13. vorbeikommen. Ich mag diese ganz enge Kurve nicht, da ist mir wieder ein Frontflügel fast zerschreddert. Jetzt bin ich 13. Ich habe ehrlich gesagt vor den harten Reifen Angst. Ja, mit denen fahre ich ja jetzt schon. Ja, ich nicht. Ich habe hier Probleme mit den Kurven, wo das Gras ist. Ich krieg's nie hin, auf dem Beton zu bleiben. Okay. Aber hier gibt's keine Abkürzungsstrafe. Zählt scheinbar nicht als Abkürzung. Ja, toll. Was, jetzt doch? Nein, jetzt habe ich mir den Frontflügel geschreddert. Komplett oder nur ange... Nein! Und bin letzter. Verwarnung abkürzen, ich werde eine Durchfahrtsstrafe kriegen. Super. Weißt du, jetzt lief so gut, ich war 13. Und jetzt haut's mich in der blöden Kurve wieder raus. Und dann natürlich auch so, dass ich erst rückwärts fahren muss, weil ich anders da gar nicht mehr rauskomme. Ja, toll, jetzt drehe ich mich auch noch. Ach, Mann. Ach, jetzt hör aber auf, dieses blöde Spiel. Langsam geht's mir echt auf den Senkel, ey. Jetzt bin ich wieder ganz hinten. Was weiß ich, wie weit. Ich glaube, du fährst zu aggressiv. So. Ich habe keine Durchfahrtsstrafe gekriegt. Dann wechsel früher auf die weichen Reifen, damit du besser Zeitblut machen kannst. Ich wechsle in der 8. Runde auf die Reifen. Ich würde früher wechseln. Ich weiß aber vorher nicht, wo die Einfahrt für die Box ist. Nach allem, was wir wissen, ist bei Alonso in den nächsten Runden ein Boxenstopp fertig. Sag ich dir gleich in der nächsten Runde. Oh, fuck. Gut, passt noch. Gut. Ah. Wieso ist da ein Blitzerkasten? So.
6,7 Sekunden vor dem 23, hinterm 23. Hast du schon mal 3 Sekunden gut gemacht. Nein, das wird er abkürzen. Doch nicht. Weißt du, wo die Schikane vor Start und Ziel ist? Nein. Du hast noch nur eine Schikane, die so ganz schnell, ganz scharf rechts, links geht. Ich gehe in der 8. Runde rein. Dann geh halt rein. Muss ich hier ein bisschen beißen, der ist eine Sekunde hinter mir. So. Dieses Wochenende ist die Gamescom. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Der fuck, nein! Durchfahrtsstrafe. Und gedreht. Ja, super. Ja. Ich zähle den 23. Ja, ich bin jetzt 8. 10. Und muss durchfahren. Scheiße. Ja, warum? Verdammt, ey. Ja? Es gab gerade einen kleinen Unfall. Definiere klein. Naja, mich hat's gedreht und der andere wollte aus der Box rausfahren und er hat meinen Frontflügel zerdeppert und ich habe ihn komplett zerdeppert. Ja, ich fahre jetzt einmal durch, fahre dann nächste Runde an die Box und werde meinen ersten Platz dann vergessen können. Zwölf, 13. Also wo ist jetzt die blöde Box? Bei der grünen Schikane. Ja genau, du musst einfach geradeaus fahren. Direkt bei dieser ekligen, scharfen Schikane rechts, links kommen wir, da fährst du geradeaus. Reifen gewechselt. Ja, ich muss gerade auf die harten wechseln. Ich werde es auf die Weichen wechseln und hoffen, dass dann gleich alle anderen auch noch reinfahren. Ich wechsle auf die harten, meine ich. Ich habe 23 Sekunden auf den nächsten vor mir. Ihr wollt mich doch veräppeln. So.
Ich habe jetzt die harten Reifen drauf, muss nicht mehr an die Box. Ich hoffe, dass die Leute vor mir noch an die Box müssen, weil dann kann ich aufholen. Ja, die waren alle noch nie an der Box. Ich bin jetzt... Ja. Ich bin jetzt 30 Sekunden hinten. Und ich darf nochmal durchfahren. Über die Linie gefahren? Über die Linie gefahren. Damit hat sich diese Runde auch fürs Team Nacktmull.tv erledigt. Hey, ich bin nur 30 Sekunden hinten und die waren alle noch nicht an der Box. Sicher? Ja, er hat gerade gesagt, dass der vor mir erst in den nächsten 4 Runden an die Box geht. Kovalainen, blockier mich nicht. So, ich fahr durch. Komm schon, mein Mädchen, das schaffen wir doch. Zwei sind an der Box. Drei sind an der Box. Ich bin 15 und der vor mir war an der Box. Nur noch 15 Sekunden. Senna ist vor mir. Der fährt auch mit den harten Reifen. Kobayashi wird wahrscheinlich innerhalb der nächsten 2 Runden zum Reifenwechsel kommen. So, das war Senna. Und jetzt habe ich wie viel Differenz zu meinem Vordermann? 9 Sekunden. Nein. Ach, scheiße. Komm schon. Ich habe 8 zum Vordermann. Dann jedes Mal, wenn es klappt, hau ich wieder irgendwas kaputt. So, fettes Gemisch. Und weiter. Sieben Sekunden. Sind wieder 15. Hattest du nicht gerade 13? Ja. Was hast du gemacht? Scheiße gebaut. Ja. Läuft heute echt nicht. Also heute ist wirklich der Wurm drin. 6 Sekunden, ich hole auf. Aber ich frage mich, wann die alle in die Box müssen. Kobayashi war noch nicht. Der vor mir war auch noch nicht.
weiter. Du hast 6 Sekunden Rückstand auf deinen Vordermann. Da ist immer noch keiner wieder an der Box. Was soll das? Ich frage mich, wie du es schaffst, immer die schnellste Runde zu haben. Ich fahre einfach. Ja, selbst wenn meine Runde perfekt ist, schlage ich das nicht. Ja, ich komme langsam in das Spiel rein. Oh, ich habe 3 Sekunden gut gemacht. Ich bin auf 10 runter. Dein Vordermann liegt 4 Sekunden vor dir. 4 Sekunden. Da ist jetzt einer in die Box gefahren. Wer war das? Kobayashi. Das ist gut, der ist nämlich vor mir. Ja, aber der hat das weiche Reifen drauf. Da habe ich Perez vor mir. Elf Sekunden ist Kobayashi hinter mir. Oh, fuck. Okay, keine Abkürzung, gut. So. Ich bin auf 7-4 runter. Tempo ist gut, push weiter. Das war mein Frontflügel. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt. Solange du keine Probleme hast, kannst du draußen bleiben. Ich fahre jetzt die letzten 5 Runden auch mit dem kaputten Frontflügel nicht rein, Freunde. Hier 9. Nein, 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 nein. Bleib hier, Peres, du Sau. Ich sehe andere Autos! Krieg die Sau. Da war er. Ich sehe andere Autos! So. Das nächste ist Schumacher. Das ist eine Drängesau, da musst du aufpassen. Mein Vordermann hat noch die weichen Reifen? Oder hat der auch mit harten gestartet? Oh, ich krieg sie nicht! Kommt schon, da vorne sind 2 Autos, die Plätze gehören beide mir. Die Rundenzeiten sind
sind nur 2 Sekunden, komm schon. Komm schon, komm schon. 23. Nein! Nein, nein, nein! Oh fuck! Nein! Okay, komm an die Box, komm an die Box! Jetzt hast du mein Frontflügel komplett zerschreddert. Das war's. Das war mein Freund. Ja, ich habe 0 Traktion auf der Vorderachse. Ne, ich krieg keine Kurve mehr hier. Vorbei. Ja, ich würde ja gerne in die Box kommen, Chef, aber dazu muss ich erstmal wieder die Runde fertig fahren. Ja, mein Zielplatz wird Platz 11. Ja, sei froh. Gib Gas, wir müssen die Lücke von 5 Sekunden zum Auto vor dir schließen. Nein. Jedes Mal, wenn es gut läuft, baue ich Scheiße. Ja, was soll ich denn sagen? Ich war 2 Sekunden auf dem Schuhmacher drauf, zerschreddert mir meinen Frontflügel. Ja, ich habe meinen auch gerade zerschreddert. Ja, 13. Ich bin jetzt nochmal 2 Runden auf weiche Reifen gefahren. Kann nicht an die Box. Wenn ich jetzt an die Box gehe, bin ich wieder Letzter. Warum sollst du an die Box? Weil mein Frontflügel im Arsch ist. Ja, dann kannst du knicken. Fahr lieber an die Box. Ohne Frontflügel kannst du die Strecke komplett knicken. Du kriegst keine Kurve mehr. Oh, das klappt schon. Und da ist er wieder im Arsch. Du hast den Frontflügel verloren. Bring das Auto irgendwie zurück an die Box. Ja. Das lief das ganze Rennen über gut. Nach meinem ersten Dreher war Schluss. Ich werde jetzt die letzte Runde ohne Frontflügel fahren. Ich fahre jetzt nicht an die Box. Das könnt ihr voll vergessen. Ich behalte meinen Platz 14 auch ohne Frontflügel. Nee. Ja, ich werde 19. werden. Die 6 Sekunden werde ich in der einen Runde nicht mehr aufholen. Vor allem nicht ohne Frontflügel. Ja, ich habe 7 Sekunden zu meinem Hintermann. Das könnte eng werden. Dass ich den Platz halte. Aber wie gesagt, Traktion voller Achse 0. Ach, da muss man durch. Vorteil ist, das sind zum Großteil alles langsame Kurven hier.
Muss halt nur ein bisschen anders bremsen. So. Nee, also es lief ganz gut bis jetzt zum Schluss. Dann war für einen Eimer. Scheiße. Das ärgert mich. Ach, dich ärgert's. Ja. Ich würde gerne mal einstellig stehen. Ja. Wo bin ich denn? 14. Ja, ich habe den 19. halten können. Ja. Na ja, komm, Bader, verabschiede uns. Ja, Leute, damit verabschieden sich die Versager für das heutige Rennen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wenn ihr kennt das Spielchen, abonnieren, kommentieren und bewerten. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, wir verlieren. Genau. Gut, servus. Tschüss.